das Hoch auf der Macht. Wer er tanzt und lacht. Und was, wenn er sich versteckt? Habt ihr ihn schon entdeckt? Die Eule. Hallo, Hopp Hopp. Hallo. Vorsicht! Ein Teil der Rennbahn ist vom Motorrad gefallen. Das ist aber ein schöner Schmetterling. Oh! Tok Tok hat ihn mit einem Netz gefangen. Lässt du den Schmetterling wieder frei? Gut gemacht. Das ist ein Teil einer Rennbahn. Hopp Hopp hat es verloren. Hast du Lust, damit zu spielen? Möchtest du eine Rutsche machen? So wird das nichts. Damit es eine Rutsche wird, musst du es irgendwo drauflegen. Genau, auf einen Stein. Prima. Haha, Tok Tok ist für diese Rutsche viel zu groß. Aber etwas Kleines könnte runterrutschen. Eine Brombeere? Versuchen wir es. Es hat geklappt. Tok Tok. Aber Brombeeren sind doch kein Spielzeug. Oh, wo ist die Brombeere denn auf einmal? Eine Ameise hat die Brombeere gefunden. Sie bringt sie zu ihrem Nest. Lass uns spielen. Lass uns spielen. Hopp Hopp möchte, dass Tok Tok ihm hilft, die Rennbahn aufzubauen. Los geht's. Lasst uns die Teile abladen. Das sind aber viele Teile. Das ist alles. Gut gemacht. Jetzt müsst ihr die Teile zusammenbauen. Dann können wir auf der Rennbahn Autos fahren lassen. Die Rennbahn ist fast fertig. Das ist eine Brücke. Prima. Und hier kommt ein Reifen hin. Hopp Hopp, wo willst du denn hin? Nein. Tok Tok, die Rennbahn ist doch nicht für dich, sondern für Spielzeugautos. Schaut mal, Hopp Hopp hat eine Kiste mit Spielsachen gebracht. Lasst uns ein Auto suchen. Hier ist eins. 3, 2, 1 und los. Das Auto fährt. Es ist stehen geblieben. Schieb es an. Tok Tok hat es angeschubst. Brumm, 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 brumm. Tok Tok hat einen Fahrer gefunden. Und zwar eine gelbe Quietschente. Thank you.
Das macht den beiden Spaß. Drehen wir noch eine Runde? Tutut, brumm, brumm, tutut, brumm.